Lord Pappnase. So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück in Nordmar. Immer noch mit niedriger Sichtweite. Ich habe es nämlich auf die Schnelle nicht hinbekommen und ich dachte, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit aufzunehmen. Halbe Stunde, 40 Minuten. Dann nutze ich lieber die Zeit aufzunehmen, anstatt in der Innie rumzuspielen. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Also die Sichtweite hat sich erhöht, allerdings nur in Myrtana so richtig. Das war so ein bisschen das Problem. In Nordmar hat das durch diesen blöden Nebel nicht so viel gebracht. Okay, zum Wolfsclan geht's rechts rum. Na, wenn der Spieler sagt, dann glaube ich dem Spiel. Wer bin ich, das Spiel in Frage zu stellen? Voll den Hintern geschossen. Ja, das Schild hatte zumindest nicht Unrecht, habe ich das Gefühl. Alles unübersichtlich hier. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, ich werde mich wahrscheinlich hier in der... Oh, hi. Ich werde mich in Nordmar wahrscheinlich ständig nur aufregen, dass ich nichts sehe. Was machst du denn hier? Hast du nichts zu tun? Ja, eigentlich nicht. Einfach random ein Kämpfer rum. Okay. Doch, wenn er meint. Ins Gesicht schieße ich dir. Könnte aber tatsächlich der Weg zum Wolfsclan sein. Mir kommen hier gerade einige Ländereien ein bisschen bekannt vor. Da haben wir wieder einen Wegweiser. Weiter zum Wolfsclan. Sieht gut aus. Und da oben erkenne ich auch Hütten. Ich glaube, ich werde mich da einfach mal schnurstracks hinbegeben. Ich glaube, wir haben das erste gefunden. Den ersten Clan. Aua. Gut. Sind wir hier laut Karte? Hier ist ein bisschen am Wolfsclan vorbei schon. Was passiert denn hier? Ach, das sind Orks. Gott, haben die sich gut getarnt. Ich habe die nicht gesehen. Okay, bitte nicht sterben jetzt durch die Armbrüste hier. Oh, den Hirsch wollte ich eigentlich nicht angreifen. Entschuldigung, Hirsch, das tut mir leid. Ach, guck mal, hier ist ein Holzfällerlager hier unten. Auch gut zu wissen. Ah, da würde ich würde mir für Nordmar irgendwie so eine einzelne Map wünschen, wo man einfach besser die Wege erkennt. Vielleicht kann das ja jemand reinmodden. Da geht's zum Hammerclan. Okay, wenn... Das Spiel wird schon recht haben. Aber wir gehen jetzt mal ganz salopp zum Wolfsclan. Wir gehen da einfach mal hin und gucken, dass wir da den Teleporter finden. Schicker Eisgolem. Halt! Keinen Schritt weiter! Sonst haut dir mein großer Freund was auf die Mütze. Warum hältst du mich auf? Ich passe auf, dass keine Orks ins Lager kommen. Sehe ich aus wie ein Ork? Schon gut. Wollte nur ein bisschen Eindruck machen. Man hat ja nicht immer so einen großen Kollegen an der Seite. Was hat der Golem hier zu suchen? Verstärkung für den Clan. Wir haben ein Geschäft mit einem Magier gemacht. Seit die Orks sich hier überall breit machen, kann man nicht vorsichtig genug sein. Wir haben noch einen davon, oben im Dorf. War auf jeden Fall eine gute Idee. Ein Geschäft mit einem Magier? Welchem Magier? Der Typ ist plötzlich hier aufgetaucht. Hatte so eine schwarze Robe an. Sonst noch was? Ja, seine Augen. Er war blind und schien trotzdem zu sehen. Ich bin froh, dass er wieder weg ist.
Und dass er uns die Dinger dagelassen hat. Xardas war hier? Heißt es so? Kann sein. Ich halte mich lieber fern von Magiern. Bei denen weiß man nie. Rede mal mit Grimm. Er hat mit ihm gesprochen. Wer ist Grimm? Unser Anführer. Du findest ihn oben in seiner Hütte. Es ist die Große, ganz oben im Dorf. Natürlich hat er die Große. Was ist mit den Orks? Ach, die sind überall. Unsere Jäger können noch nicht mal allein jagen gehen. Zu gefährlich. Wir schicken nur noch große Trupps los, schwer beschützt von Orktötern. Ist ja klar, dass wir nicht mehr so viel Beute machen wie früher. Braucht ihr Hilfe? Wenn du Felle hast, wird man sie dir im Dorf bestimmt gerne abnehmen. Felle habe ich ein paar. Ich weiß nicht. Bogir ist irgendwie komisch. Total verschlossen. Und jagen geht er auch nicht mehr. Wer ist Bogir? Er ist unser erfahrenster und bester Jäger. Aber zurzeit sitzt er den ganzen Tag vor seiner Hütte und grübelt. Vielleicht kannst du ihm helfen. Was ist mit dir? Brauchst du Hilfe? Ich? Nein, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn du einen guten Schnaps hast, bin ich nicht abgeneigt. Ich kann hier noch nicht mal ein Feuer anmachen. Sonst schmilzt mir mein Golem weg. Hier ist dein Schnaps. Zeig her. Hier, guter, klarer Schnaps. Hau weg das Zeug. Ah, danke, das tut gut. Direkt mal hier, neuen Ruf beim Wolfsclan. So stelle ich mir das vor. Ach, die erste Quest war das mit den Orks, mit dem Trommler. Kann mich erinnern. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen beim Wolfsclan um. Kommst du von der Jagd? Hast du Felle oder Tiertrophäen dabei? Ich kaufe sie dir ab, wenn du willst. Ich finde die Musik hier gerade ein bisschen laut, ehrlich gesagt. Lass die mal einen Tacken runterstellen. 10%. Ich weiß nicht, ich finde sie gerade sehr laut. Zeig mir deine Ware. Oh, dann zahlt mir gar nicht den doppelten Preis. Nee, dann kriegst du nichts. Kannst du mir was beibringen? Da musst du einen der Jäger fragen. Am besten Bogir. Er ist der Beste und Erfahrenste von uns. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Xardas? Das war ein Spektakel. Erzähl. Er taucht eines Abends hier auf, wie aus dem Nichts. Er blieb die ganze Nacht. Er verhandelte mit Grimm, unserem Anführer. Und dann? Am nächsten Morgen war er verschwunden. Dafür waren diese beiden großen Kerle hier. Frage ist, was Xardas hier wollte. Gehe, glaube ich, erstmal nach rechts hier. Ach, du bist Bogir, du bist ein Waldläufer. Da schau mal einer, guck. Schau mich erstmal in deine Butze um, ne? Weil du hast doch nicht etwa eine schwere Truhe vor mir versteckt. Was willst du? Lass mich allein. Der hat auch ein cooles Schwert. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich weiß alles über die Jagd, was es zu wissen gibt. Bring mir was über die Jagd bei. Kann ich mit dir handeln? Geh zu Rune, dem Proviantmeister. Er wird sich um deine Wünsche kümmern. Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker. Und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Ziemlich sentimental gerade. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein.
Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meinen Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger. Der neue Hüter. Kriegt den Stein raus, euch töte ich. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit. Im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Wer ist dein Nachfolger? Der, der den weißen Hetzer tötet. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wer in drei Götternamen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. Okay. Tolles Gespräch. Gerne wieder. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Zahme Wölfe? Rona. Kommst du gerade oder gehst du? Ich komme. Ich suche noch jemanden, der mit mir auf die Jagd geht. Alleine ist es zu gefährlich. Das machen wir mal gleich. Ich will mich vorher noch im Dorf ein bisschen umgucken. Ah, ein Fremder. Bist du hier, um dir eine gute Klinge zu kaufen? Was hast du anzubieten? Ich habe zwar länger keinen Nachschub bekommen, aber ein paar gute Klingen habe ich noch. Zeig mir deine Ware. Echt nicht schlecht, die Scheiße hier. Aber nichts für mich. Ich will Schmieden lernen. Ich bilde niemanden aus. Geh zum Hammerclan. Dort gibt es die besten Schmiede. Beim Hammerclan? Mensch, das ist aber überraschend. Darf ich die mopsen? Inquisitor! Nehme ich. Ich habe nichts geklaut. Was? Nein, ich habe nichts gemacht. Du bist keiner von den Jägern aus Faring. Was willst du hier? Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Ja, der war hier. Er hat lange mit Grimm gesprochen. Worum ging's? Erz. Xardas brauchte Erz. Als Gegenleistung hat er uns diese Eismonster. Xardas brauchte Erz? Sie bewachen jetzt unser Dorf. Ist er jetzt Saturas? Alles klar? Nein, mir ist langweilig. Jetzt, wo die Golems da sind, braucht man mich noch nicht mal zum Kämpfen. Meine Axt rostet schon ein. Wie wär's mit einem kleinen Übungskampf? Gerne. Aber worum kämpfen wir? Um die Ehre. Wie du meinst. Wer zuerst zu Boden geht, hat verloren. Aber wir machen ein echtes Duell. Kein Angriff von hinten oder ähnliche Spielchen. Nee. Lass uns kämpfen. Zieh deine Waffe. Komm her. Hat er denn meinen krassen Schmetterschlag gerade geblockt? Das gibt's ja gar nicht. Komm schon, den schaffst du! Achte auf deine Deckung! Okay, das kann ein bisschen dauern. Komm schon! Das reicht's aber. Komm schon, den schaffst du! Kriegst aufs Maul, du! Auf deine Deckung! Das gibt's doch gar nicht! So. Da ist nichts mehr zu holen. So nämlich. Okay. Hier war sonst nichts. Das
du der Proviantmeister? Ja. Hey, du! Hast du nichts zu tun? Wieso? Was ist los? Du siehst nicht so aus, als wenn du besonders beschäftigt wärst. Das ist los. Was machst du hier? Ich bin Proviantmeister des Clans. Alles, was die Jäger ins Lager bringen, wandert zu mir. Ich entscheide, wie es verteilt wird. Wenn jemand was braucht, kommt er zu mir. Was hast du anzubieten? Warum sollte ich dir was geben? Wer hier nicht mithilft, den Clan zu versorgen, der bekommt auch nichts. Schmarotzer können wir hier nicht gebrauchen. Ich hab dich auch lieb. Was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Kommt drauf an. Das Fleisch wird geräuchert für schlechte Zeiten. Die Felle werden gegerbt oder weiterverkauft. Und der Rest? Erstmal in die Truhe. Wer weiß, wann wir es brauchen. Was gibt's zu essen? Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Das ey, jetzt krieg ich immer mehr Hunger. Ordentlich Speck auf die Rippen. Die Flachländer essen zu viel Grünzeug. Die können hier oben niemals überleben. Interessante Theorie. Mehr als das. Es ist die Wahrheit. Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Ja, so ist das. Was brauchst du? Die Holzfäller vor dem Dorf brauchen was zu essen. Nimm dir 5 Bärenschinken aus der Hütte und bring sie zum Camp der Holzfäller. Wenn das getan ist, sind wir im Geschäft. Alles klar. Aber was ist ein Bär? Okay, Bärenschinken. Lecker Schinken. Schinken tut nicht stinken, sag ich immer. Du bist ein guter Krieger. Deine Feinde sollten dich fürchten. Keine Sorge. Ich bin froh, dass ich nicht dein Feind bin. Okay, wie gesagt, mit dem gehen wir gleich noch auf die Jagd. Jetzt will ich erstmal hier noch im Lager mich ein bisschen umgucken. Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Faring. Aber das ist vorbei. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Sprich mal nicht so von oben herab auf mich. Ich suche Xardas. Er ist nicht mehr hier. Was wollte er hier im Dorf? Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekam unser Erz. Dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Wo kann ich Xardas finden? Er ist nach Norden gegangen. Hansson, einer unserer Jäger, hat ihn begleitet. Wo finde ich Hansson? Er ist auf der Jagd, am Hirschfelsen. Ein Plateau nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Folge einfach dem Weg in die Berge. Dort wirst du einen Steinkreis finden. Dort auf dem Plateau wirst du seine Hütte finden. Ja, ich kenne mich aus, finde ich. Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogir. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat. Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg, am Holzfällercamp vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Das werde ich mir merken. Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm, der Anführer des Wolfsklans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal Hoga. Vielleicht kann er dich begleiten. Okay. Klingt machbar. Hübsche Hütte. Okay, wir haben einmal Hoga und einmal Hansson. Die uns irgendwo begleiten können. Ah ne, Rona war das. Wo war denn Hoga? Das war Gunnar, das ist auch nochmal jemand anderes. Ach Gott, verwirrend hier. Hoga. Grimm schickt mich. Er meint, du kannst mich begleiten. Worum geht's? Die Brücke im Süden. Da treiben sich immer wieder Orks rum. So ein paar Orks erledige ich vor dem Frühstück.
Gehen wir zusammen? Klar. Ich werde dir mal zeigen, wie man eine gute Axt schwingt. Ich hätte halt gern noch den Teleporter hier. Um ehrlich zu sein. Bevor wir losgehen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich die Quest. Wir kommen auch ohne Teleporter klar. Aber ein bisschen ohne Teleporter spielen. Ein bisschen die Welt kennenlernen. So sieht es nämlich aus. Das war von Anfang an mein Plan. Gucken wir mal, wo die Südbrücke ist. Wahrscheinlich irgendwo im Süden. Ach, da lang? Okay. Ja. Aber von da bin ich doch gekommen. Sind das die Orks, die ich vielleicht schon erledigt habe? Könnte sein. Ah, wie schön der Schnee knirscht. Okay. Du, ich war hier schon überall. Ich habe schon alles erledigt. Müssen wir hier nochmal lang? Ich meine, mir soll es recht sein. Ach, da leben noch Orks. Nee, Moment, das ist eine andere Brücke, oder? Nee. Die sind neu gespawnt. Wie gemein. Okay, die machen wir platt. Dafür, dass du neu gespawnt sind, haben sie Schläge verdient. Die halten aber auch ganz schön viel aus gerade. Mehr als sonst. Ich hab's immer noch drauf. Ich hab's immer noch drauf. Ha, denen haben wir's gezeigt. Die kommen nicht wieder. Was jetzt? Zurück ins Dorf. Hier draußen frieren wir uns nur die Eier ab. Verstehe. Verstehe. Okay, du bleibst hier stehen. Dann gehen wir mal zurück zum Holzfällerlager und geben dort die Schinken ab. Schinken. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr Quests erfüllt, als ich jemals in Nordmar gemacht habe. So, das war irgendwo da vorne, ne? Vielleicht soll ich auch mal einen Heiltrank schlürfen. Noch 46 Stück, das ist mehr als genug. Da müsste das Holzfällelager sein, ne? Ja, das schaut gut aus. Die auch für krasse Äxte dabei haben als Holzfäller. Not bad. Könnte ich bestimmt ein bisschen Geld rausschlagen, wenn ich die alle umhaue. Ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Wird doch Zeit. Die Jungs werden schon ungeduldig. Bär. Hatten wir schon lange nicht mehr. Den Rest gibst du am besten direkt den Jungs. Ja, okay. Willst du Schinken? Klar! Immer her mit dem Zeug! Hier, Schinken. Ich dachte schon, Rune hätte uns vergessen. Der Schinken ist doch von Rune, oder? Ja, hier. Schinken. Jetzt habe ich auch Bock auf Schinken. Hier dein Schinken. Mit Brot und so. Bär, danke. Rune schickt mich. Ja, wird auch langsam Zeit. Was gibt's denn? Schinken. Na gut, gib her. Schinken. Wie wenig Ruf man bekommt für den Wolfsclan. Wie sieht's aus? Ich mache mir Sorgen wegen der Spuren, die wir gefunden haben. Was für Spuren habt ihr gefunden? Säbelzähne. Sogar ziemlich große, wie es scheint.
Gehst du ins Dorf? Ich habe nach Bogia geschickt, aber er kommt nicht. Jemand muss sich um die Biester kümmern. Ich werde mich drum kümmern. Ist mir recht. Egal, wer die Tiere erlegt. Hauptsache, wir können uns wieder komplett auf die Arbeit konzentrieren. Wo habt ihr die Spuren gefunden? Hier, den Hügel hoch. Nicht weit von unserem Lager. Sei vorsichtig. Ein ausgewachsener Säbelzahn ist kein Kinderspiel. Ah, Pillepalle. Den Hügel hoch. Die Frage ist, den Hügel hoch oder den Hügel hoch? Ich gehe erstmal hier hoch. Okay. Ah, da sind die Säbelzähne gefunden. Da sind sie ja. Großer Säbelzahntiger. Na, es waren nur zwei Stück. Das ging wirklich schnell. Okay, da will ich mal noch nicht lang. Die lasse ich mal am Leben. Ogre und Goblins. So irgendwie als Wegmarkierung nutze ich die jetzt mal. Wenn ich mich hier irgendwie zurechtfinde. So, erledigt. Ich habe die Säbelzähne getötet. Das wird die Jungs freuen. Es arbeitet sich leichter, wenn man nicht ständig auf seinen Rücken achten muss. Geh zu Rune im Dorf. Er soll dir eine Belohnung geben. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Rune und suchen den Teleporter. Damit ich nicht ständig hier zurücklaufen sollte. Da drüben brennt auch ein Lagerfeuer, aber das könnten auch Goblins sein. Goblins machen hier auch gerne mal ein Lagerfeuerchen an in Nordmar. Guck mal, da hinten ist auch irgendein Aussichtspunkt. Scheint auch irgendwas Interessantes zu sein. Okay, aber auf jeden Fall Teleportrune bräuchte ich. Ich hoffe, die ist nicht wieder in irgendeiner Truhe drin. Zuerst mal bei Bogia. Vielleicht fährt die da irgendwo rum. Sehe ich jetzt zumindest nicht. Vielleicht beim Schmied? Liegt der hier in Nordmar meistens irgendwo auf den Tischen rum? Kann natürlich auch sein, dass er hier in der Metalltruhe drin ist. Tada! Nice! Richtig predicted. So, wo ist denn der liebe Rune? Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo ist er denn? Da! Der Schinken ist verteilt. Gut. Hier ist ein Schinken für dich. Brauchst du sonst noch was? Krieg auch einen Schinken. Ich habe zwei Säbelzähne erlegt. Ich soll mir hier eine Belohnung abholen. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Was willst du haben? Oder doch lieber Gold? Ich nehme die Mana-Tränke. Gut. Die liegen hier schon ewig rum. Bei uns braucht die keiner. Ja, bevor sie schlecht werden. Bevor sie schlecht werden. So, Spitzhacke mal kaufen. Das ist halt auch wieder ein Schmiedehammer. Ich weiß nicht, ob der zählt. Ich nehme den einfach mal mit. Vielleicht zählt er ja doch. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Wollte ich nur mal getestet haben. Das Ordensschwert eigentlich immer noch stärker ist als der Inquisitor. Aber halt auch eine große Waffe. Ich frag mich, war die in der Waffentruhe drin? Wahrscheinlich. Gut, aber damit haben wir ja den Teleporter. Damit können wir jetzt auf die Jagd gehen mit, ihm hier. Wo ist er denn?
Ach, da. Hast du niemand anderen, der mit dir geht? Würde ich sonst fragen? Normalerweise gehe ich zusammen mit Bogir auf die Jagd. Aber? Er will nicht. Er sitzt einfach nur da und hängt rum. Ich glaube, man könnte ihm ein ganzes Rudel Wölfe ins Lager locken. Er würde noch nicht mal zum Bogen greifen. Wo willst du hin? Auf der anderen Seite des Berges gibt es eine kleine Jagdhütte. Hervorragende Jagdgründe. Bist du dabei? Ich komme mit dir. Warum nicht? Ich gehe vor. Wir haben die Teleportrune. Ich finde hier immer wieder zurück. Gar kein Problem. Kann dir doch egal sein. Ja, okay. Er weiß nicht genau, wo es hingeht. Ich finde die Schwerter von denen so geil. Die mag ich. Okay, wir gehen nochmal zurück. Okay, nochmal vor. Okay, nochmal zurück. Okay, nochmal vor. Okay, nochmal zurück. Okay, nochmal vor. Okay, war cool. War ein cooles Ausdauertraining. Ich bin begeistert. Oh, Hoga hat es auch zurückgeschafft. Jetzt bin ich echt gespannt, wo es hingeht. Und wir haben bald wieder das nächste Level ab. Sollte ich mir langsam überlegen, was ich skille. Weil vielleicht probiere ich doch das alte Wissen hier reinzuballern. Auf die 300, damit ich ein bisschen mehr Damage mache. Okay, wir gehen am Holzfällerlager vorbei. Sehr interesting. Jetzt bin ich gespannt, ob wir links oder rechts rumgehen. Rechts rum. Spannend. Das ist ein gutes Kreatur. Team. Ja, total armselig, diese Kreatur. Voll scheiße, die kann gar nichts. Okay, das Lagerfeuer. Oh Gott! Das Lagerfeuer, was ich gesehen habe, war tatsächlich Goblins. Dem hast du es gezeigt! Ach. Ist gerade ein bisschen viel Action. Gerade ein bisschen am Paniken. Armselige Kreatur! Okay, ich bin gespannt, wo die Jagdhütte ist. Okay, hier geht's zum Wolfsclan wieder. Du läufst gerade in einen Troll rein. Das sollten wir vielleicht töten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ach, jetzt sind wir hier unter der Brücke. Verstehe. Größe ist eben nicht alles. That's what she said. Ach, hier ist ein Grab. Gleich mal plündern. Gleich mal das Grab plündern. Grabräuber, wir sind Indiana Jones. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Dem hast du es gezeigt! Armselige Kreatur! Der war schon tot. Das zählt als mein Kill. Das geht so nicht. Eine Erzader. Die ganzen Schwerter, die ich mir dann schmieden kann. Sehr gut. Okay, hier ist irgendwie Blut auf dem Boden. Das macht mich nervös. Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Mhm, Goldadern. Oh mein Gott. Das wird nichts, oder? Doch, richtig gut. Nur der Soundeffekt ist halt echt unschön. Den hätte man mal fixen können. Über die Zeit, finde ich. Oh, ich glaube, ich habe lange nicht abgespeichert. Wenn ich jetzt irgendwie drauf gehe, das wäre dumm. Oh Gott. Nicht zu laut aussprechen.
Da ist das Level Up. Um dich ist es nicht schade. Da ist das Level Up. Gut, der hat ja auch gesagt, sobald ich an einem Steinkreis vorbeikomme zur Hütte. Was haben wir denn da oben? Das ist ja ominös hier. Das wirkt? Ruf im Hammerclan, verstecktes Erz. Okay. Mach ich schon wieder irgendwelche Quests? Da ist nichts zu holen. Die ich noch gar nicht machen soll. Merkt das schon. Ich meine, ich hole mir das Erz gerne für Schmieden und so. Gar kein Problem. Dann kriege ich nämlich noch mehr Geld. Er hat auf mich gewartet. Sehr freundlich. Okay, da links scheint es auch irgendwo hoch zu gehen. Ach Gott, ey, so viele Wege hier. Furchtbar. Armselige Kreatur! Jetzt haben wir auch noch Ogas hier. Wo sind wir laut Map eigentlich gerade? Oh Gott, zwischen Hammerclan und Wolfsclan irgendwo. Ich dachte, wir machen nur einen kurzen Jagdausflug und dann ein halber Marathon. Aber er hat ja auch gesagt auf der anderen Seite, ne? Muss man ihm ja auch lassen. Dich wird niemand vermissen! Wow, das hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Ja, dich wird niemand vermissen. Okay, sind wir bald mal da? Wolfsclan, Hammerclan. Ach Gott, da ist die... Ist das die Hütte? Wenn ja, wurdest du von Goblins überrannt. Wir werden gerade von Wölfen umzingelt, ne? Da! Da! Oh Gott! Oh nein, nein! Das wäre fast böse ausgegangen, ey. Die machen aber auch Damage, die Viechers. Oh, und das sind noch mehr Goblins. Oh, das ist gerade nicht gut. Ja, sag ich ja. Da! Oh! Alter. Das gefällt mir gerade gar nicht hier. Ich bin froh, dass ich hier... Dass wir jetzt zu zweit unterwegs sind. Das wäre ja mal voll der Abfuck. So. Armselige Kreatur! Sind wir da? Ist das die Hütte? So, da wären wir. Jagen kannst du am besten nördlich von hier. Schlafen kannst du in der Hütte. Deine Felle kannst du bei mir verkaufen. Was hast du jetzt vor? Ich bleibe erstmal hier. Oh. Zeig mir deine Ware. Toller Plan. Orkreißer. 105. Sag mal, ist das besser als mein Bogen? Nicht ganz, aber mehr Schaden gegen Orks, ne? Ich glaube, den kaufe ich mal. Passt schon. Gut, liebe Leute. Dann soll's das aber für die heutige Folge, glaube ich, gewesen sein. Das nächste Mal versuche ich mich in Nordmar hier irgendwie zurechtzufinden. Vielleicht schaffe ich es bis zum Hammerclan irgendwie. Da vorne ist ja ein Schild. Und ich tüftel nochmal mit der Sichtweite rum. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, bewerten und kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.